Was tut sich in der Welt der Fußballschuhe? Genau das erfährt ihr im heutigen Video. Willkommen zu den Fußballschuh-News. Warum tut uns Nike das an? Und damit willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingsformats Fußballschuh-News. Und heute geht es natürlich wieder um die neuesten Fußballschuhe eurer Lieblingsstars. Unter anderem Thema heute Cristiano Ronaldo, der einen sehr, sehr krassen Fußballschuh hat. Aber hier gibt es auf jeden Fall ein großes Aber. Außerdem neuer Fußballschuh für Neymar wird kommen, neue Adidas Packs und sehr, sehr interessante Fußballschuhe. Heute wieder am Start, eine vollgepackte Folge. Viel Spaß dabei und let's go! Hier hinten stapeln die sich schon, denn es gibt ja Gewinnspiele dazu. Ich stopp mir mal eins. Ihr seht, die neue Ausgabe des Football Magazine ist draußen und ich zeige euch mal ganz kurz zum einen, den Dreh solltet ihr auch kennen, aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, hier, auch ich bin wieder ein Teil, ihr seht es hier, David Rau, ich schlage das Ganze mal einfach mal auf, um euch zu zeigen, ich denke und hoffe, die meisten kennen es schon aus Instagram, hier. Sieht auf jeden Fall mega cool aus und darauf bin ich definitiv auch stolz, denn wir haben für euch die Speedboots getestet. Mehr dazu gibt es auf Instagram, also schaut dort gerne mal vorbei. Außerdem, es wird ein Büro-Update geben, ihr könnt es vielleicht sehen, hier eingerahmt und nicht ganz so sauber. So ein bisschen raus, das Trikot von Wout Weghorst und hier drunter ist nochmal eins, vielleicht kann man es erkennen. Hier Gladbach von Jonas Hofmann, denn ich habe überlegt, dieser Teil hier wird verschwinden und hier wird dann das Trikot hinkommen. Könnt ihr mal Bescheid geben. Außerdem natürlich auf der anderen Seite kann ich nicht zeigen, weil hier noch ein paar Pakete stehen, die geheim sind. Aber bin mal gespannt auf euer Feedback. Starten wir also rein in die neue Folge der Fußballschuh-News. Vollgepackt heute. Außerdem, falls ihr ein Football Magazine gewinnen möchtet, schreibt mir einfach mal eine Instagram-Nachricht. Ich denke, ich werde auf jeden Fall zwei, drei noch verlosen. Jetzt aber rein in die heutige Folge. Und ihr habt es gehört, es geht unter anderem um Cristiano Ronaldo. Denn ihr habt es ja hoffentlich mitbekommen, in der letzten Folge hatten wir nämlich seinen neuen Fußballschuh am Start, diesen sehr, sehr geilen Nike Superfly 8C7110. Sehr, sehr cooler Fußballschuh, dort gab es auch die ersten Infos. Und jetzt ist es aber endlich soweit gewesen, Cristiano Ronaldos erster Tag bei Manchester United. Und wir schauen auf seine Füße natürlich, sehen dort einen sehr, sehr interessanten Fußballschuh, nämlich genau diesen hier. Da haben sehr, sehr viele auf Instagram geschrieben, hey, was ist das für ein Fußballschuh, hast du schon gesehen? Da hat man gesehen, dass nicht allzu viel das Video von euch gesehen haben, nämlich wir hatten den Schuh ja schon hier im Video, aber jetzt am Fuß natürlich extrem cool, wobei er mich an so einen ja, sehr, sehr bekannten Fußballschuh erinnert, da kommen wir gleich dazu. Aber man sieht jetzt Cristiano Ronaldo endlich wieder auf dem Trainingsplatz zurück in seine Heimat, Manchester United. Finde ich sehr, sehr stark. Freut mich mega, dass er zurück ist. Für mich der Transfer des Sommers. Aber dieser Fußballschuh hat nämlich hier auch einen Nachteil, ein großes Aber. Denn ihr habt es hoffentlich mitbekommen, diesen Fußballschuh wird man nicht kaufen können. Es gibt 110 Exemplare, allerdings nur für Nike-Spieler in den Ländern, in denen CR7 selbst gespielt hat und dort die Nachwuchstalente bekommen dann. Ein oder anderer bekommt dann so einen Fußballschuh, sprich nicht für uns zu kaufen, finde ich sehr, sehr schade. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr cooler Fußballschuh und am Fuß sieht er definitiv sehr cool aus. Wobei man sagen muss, erinnert hier sehr krass an den Adidas Predator Colorway, das wir auch auf diesem Kanal hatten. Dieses schwarz-goldene in diesem ja, coolen Übergang finde ich extrem stark und sieht wie gesagt sehr, sehr ähnlich aus. Ich muss sagen, von weiter weg sieht der Fußballschuh am Fuß nicht so cool aus wie im Detailaufnahmen, die wir hier im Video schon hatten. Nichtsdestotrotz hätte ich ihn sehr, sehr gerne in meiner Sammlung gehabt, aber ihr habt es gehört, das ist leider nicht möglich. Weiter geht's mit einem Adidas Fußballschuh, einem sehr, sehr coolen. Und hier gibt es mal wieder einen Shoutout an einen Zuschauer, der das Ganze als erstes entdeckt hat. Und zwar, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Lofro Dujic. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Grüße raus an dich, denn es geht hier um ein sehr, sehr spannendes Adidas X Speedflow Colorway. Ich finde, es sieht extrem heftig aus. Freue mich schon so auf den Release. Der Schuh ist nämlich, wie gesagt, aktuell noch unveröffentlicht. Hier im Training beispielsweise bei Gabriel Jesus bei Manchester City zu sehen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Boot Culture hat hier auch passend dazu noch ein sehr cooles Detailfoto, wo man den Schuh nochmal von hinten sieht. Und ich muss sagen, die Farbe hier auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Generell hat Adidas hier wirklich einen sehr, sehr coolen Job gemacht. Man muss sagen, dieser X-Speedflow gibt einiges her. Optisch gefällt er mir mega gut. Habt ihr ja schon auf diesem Kanal als Review gehabt. Dieses rote Colorway hat es mir auch komplett angetan. Vor allem extrem heftiger Fußballschuh. Man soll sich natürlich im Klaren sein, ist sehr, sehr dünn. Dieses Obermaterial hat Vor- und Nachteile. Welche das sind, erfährt ihr natürlich im Review. Aber natürlich wird zu diesem Fußballschuh hier ein Video kommen, sobald der Schuh draußen ist. Seid also auf jeden Fall gespannt. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Weiter geht's mit einem sehr, sehr spannenden Thema in Bezug auf Puma. Denn der Future Set 1.2 kam ja erst vor kurzem raus. Vor kurzem ist es übertrieben, ich glaube, es ist jetzt 3 Monate her. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eine kurze Zeit für ein neues Modell. Habt ihr auf diesem Kanal schon als Review gehabt. Jetzt sieht es aber wohl so aus, als würde uns ein neuer Future erwarten, denn wir gucken hier mal rein bei Samuel Umtiti, denn er hat hier die neueste Generation des Puma Futures am Fuß in der Blackout-Variante. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen erschrocken, als ich das gesehen habe, denn die Schnürung ist komplett anders. Es sieht nicht mehr nach Fusion Fit aus. Bin ehrlich gesagt sehr negativ überrascht. Bin mal gespannt, was eure Meinung dazu ist. Aktueller Puma Future besser von der Form oder doch dieser hier? Bin mal sehr gespannt, ob das wirklich der kommende Puma Future ist oder vielleicht sogar ein Predator. Sieht vorne ein bisschen so aus, als hätte es da Demon Skin. Aber ich hoffe, dass es nicht der Future ist, denn das wäre für mich so eine kleine Enttäuschung. Ein kleiner Rückschritt zumindest, was die Optik angeht. Werden wir natürlich für euch im Auge behalten. Falls ihr hier was seht, wisst ihr natürlich gerne euren Fund auf Instagram einschicken. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob es der Predator ist oder der kommende Future Set. Future Set würde sich anbieten, weil er den Fußballschuh eigentlich spielt und bei Puma unter Vertrag ist. Aber ganz sicher kann man sich hier nicht sein. Ihr wisst aber, hierzu wird es auf jeden Fall neue Infos geben, sobald es hier neue Erkenntnisse auf dem Fußballschuhmarkt gibt. Weiter geht's mit einem Spieler, der aktuell ja komplett durch die Decke geht, Memphis Tebai. Denn er hat hier spannenderweise wieder einen Under Armour Fußballschuh an. Er hat die Marke ja offiziell eigentlich verlassen gehabt, bekommt aber immer wieder neue Colorways, was ich ein bisschen verwirrend finde. Er ist ja eigentlich weg von Under Armour auf der Suche nach neuen Ausrüstern, aber man sieht auch in der Nationalmannschaft wieder ein neues Colorway am Start. Das ist mittlerweile das dritte nach seinem Weggang. Sieht wohl nicht ganz so krass nach Weggang aus. Würde mich freuen, wenn er bei Under Armour bleibt. Passt meiner Meinung nach extrem gut. Aber nichts Offizielles bisher, auch wenn man hier eine kleine Tendenz erkennen kann. Kommen wir zu guter Letzt noch zum aktuellen Adidas Predator. Nämlich hier sehr, sehr cooles Bildmaterial zu diesem limitierten Adidas Predator Freak Plus, den auch beispielsweise Marco Asensio trägt. Hatten wir hier schon eine Episode. Hier aber nochmal als Detailaufnahme und ich muss sagen, sieht sehr, sehr cool aus. Grün und Weiß, ein relativ unkonventionelles Konzept beim Predator. Nichtsdestotrotz gefällt es mir optisch sehr, sehr gut. Hatte auch überlegt, dazu ein Video zu bringen, ist aber kein offizielles Pack, sondern nur so ein kleines Side-Pack, sprich kein Fokus. Daher hatte ich es mir überlegt, nicht zu machen, weil der Schuh kostet natürlich wieder 269 Euro. Das muss ich natürlich auch wieder berechnen. Aber es wird hier sehr bald ein neues Pack kommen, denn morgen werde ich für euch das neue Adidas Pack abdrehen. Vorab, es wird noch so ein bisschen dauern, bis es kommt, aber ich kann euch sagen, relativ bald. Ich darf natürlich keine genauen Angaben machen, aber die werden wir für euch dann natürlich direkt wieder im Review haben. Es sind sehr, sehr spannende Colorways am Start. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, wisst ihr hoffentlich, was ihr zu tun habt. Mittlerweile Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das war es auch schon wieder zur heutigen Folge der Fußballschuh-News. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bleibt immer auf dem aktuellen Stand und unterstützt meine Arbeit enorm. Außerdem ist das Ganze kostenlos. Also lasst gerne mal ein Abo da. Die 50.000 sollten schnellstmöglich fallen. Neue Gewinnspiele sind dann auch wieder geplant. Deswegen macht auf jeden Fall Welle. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, haut rein und tschüss.